Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast. Heute habe ich einen ganz tollen Gast und zwar ist das Greta Silver. Greta ist Bestseller-Autorin, Spiegel-Bestseller-Autorin. Sie hat einen eigenen YouTube-Kanal mit 66 Jahren ins Leben gerufen. Sie hat über 3 Millionen Aufrufe. Sie ist einfach unglaublich erfolgreich in allem, was sie tut. Sie hat einen eigenen Podcast. Sie ist Speakerin, Kolumnistin. Sie öffnet der Wirtschaft den Markt für die Best Ager und ist sogar mit einem Film bei der UNO vertreten. Herzlich willkommen, liebe Greta. Ich danke dir so sehr. Ja, es erstaunt mich ja auch. Also, wenn ich das höre, so denke ich mal, wow, kann das alles sein? Und das in den letzten 6 Jahren ja sozusagen. Ne? Das ist ja so mein zweites Leben, was da nochmal angefangen hat. Da hat sich das ja alles ergeben. Ja, danke, danke, dass ich da bei dir sein darf. Und ich freue mich auf unser Gespräch und wo uns da die Reise hinführt. Mal schauen. Ich freue mich auch super, also über alle Maßen, dich hier heute hier zu begrüßen, ja, weil das einfach auch so ein Thema ist, was mich selber ja immer mehr betrifft, sage ich mal, weil ich bin auch kurz vor der 50 und ja gut, ich meine, bin noch ein Stück von dir entfernt, aber nichtsdestotrotz, unsere Gesellschaft ist ja sehr, oder war zumindest sehr auf Jugend fixiert. Und als ich mir meine eigenen Hörerstatistiken angeschaut habe, da ist mir aufgefallen, dass es in den jüngeren Altersgruppen sehr kleinteilige Sprünge gibt. Also heißt von 18 bis 22, von 23 bis 27. Und dann plötzlich gibt es einen Sprung und der ist von 60 bis 100. Was meinst du, woran das liegt? Und hast du da eine Idee dazu? Ja, also da habe ich, glaube ich, viele Ideen. Es ist uns ja auch noch gar nicht so im Bewusstsein. Ich meine, als ich meinen YouTube-Kanal aufmachte, hatte ich den Satz auch noch nicht verinnerlicht. Ne? Von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Damit, das ist so eine simple Rechnungsart. Ne? Also einfacher kann es ja eigentlich schon gar nicht mehr sein. Aber das hat mich durch die Talkshows gezogen, weil alle sagten, ja Mensch, eigentlich stimmt das ja tatsächlich. Man kriegt nochmal dasselbe Lebenspaket geschenkt, nur diesmal ohne Stress. Ne? Also alt sein ist wie jung sein, nur toller. Jugend waren wir gestern, heute rockt das Alter, das sind so meine Überschriften, nicht? Also, und was können wir alles tun, auch in jungen Jahren leichtfüßig durchs Leben zu gehen? Das sind die Sachen, die offensichtlich da draußen so gut ankommen. Wir sind nicht hilflos. Wir haben so viel Werkzeug und können da so viel machen und es bedarf nur dieser kleinen Änderung der Blickrichtung unserer Gedanken und schon sieht die Welt anders aus und da kann man ganz, ganz viel bewegen. Also, denn unsere Gedanken steuern unsere Handlungen und unsere Handlungen, unsere Emotionen und ja, das Leben an sich sozusagen, das ist eine uralte Weisheit, da ist ja nichts Neues dran. Mhm, absolut, ja. Und da zu wissen, dass die Hirnforschung heute das, ich glaube sogar fotografieren, keine Ahnung, wie sowas geht, aber fotografieren kann, was wir schon lange wissen. Henry Ford hat ja schon gesagt, egal was du denkst, du wirst Recht behalten. Richtig, genau. Ja, ja. Dieses Self-Fulfilling Prophecy, das war ja mal so ein Modewort, ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so brandaktuell. Und ja, und die Hirnforschung kann nun beweisen, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Also das sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Mach deutlich, ich muss da oben aufräumen, um mit deinen Schlagworten da mal gleich einzusteigen. Wir müssen nicht das denken, was da oben im Kopf passiert und können uns da durchaus hinterfragen, tut mir das jetzt gut oder nicht oder so, und dann rausschmeißen. So wie du ja auch eben die Fahne hisst für Leute, schafft Klarheit in eurem Leben und so etwas. Dass, ja, ich habe mal einen Film gemacht, der hieß Entrümpel befreit die Seele. Ne? Also da ist so viel mehr dahinter als dieser Akt des Rauswerfens, des Loslassens, des so, sondern dann tun sich ganz neue Welten auf. Und das ist ja das Tolle und Faszinierende. Mhm. Absolut, absolut. Da kann ich dir nur zustimmen. Wobei natürlich diese Gedanken Gedanken steuern sozusagen unsere Emotionen und so weiter. Das betrifft ja nicht nur ältere Leute, sondern das betrifft ja jeder Mann von jung bis alt. Ne? Absolut. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Und du sagst, also unsere Gedanken steuern unsere Emotionen. Das betrifft natürlich nicht nur die Jugend
oder die Älteren, sondern es betrifft uns in jeder Lebenslage. Mhm. Du sagst, Jugendwahn war gestern. Denkst du, das Umdenken in unseren, also in uns, also als Individuum und als Gesellschaft ist wichtig, das zu verstehen, dass das Alter wirklich rockt? Und tut es das tatsächlich auch? Also es sind gleich zwei Fragen in einer. Ja, die kriege ich auch, glaube ich, beide im Griff. Und zwar hat sich mein Weltbild verändert durch den YouTube-Kanal. Da plötzlich war diese Welle sichtbar, die sagt, mein Gott, danke Greta, dass du das endlich mal deutlich machst. Ich bin da mal auf die Suche gegangen. Ich bin 3 Jahre nach Kriegsende geboren und 2 Jahre vom deutschen Wirtschaftswunder. Das heißt, da wurde das Leben immer toller, immer besser. Und diese Einstellung, dass die Zukunft immer besser wird, die hängen wir nicht mit 60 an den Nagel oder mit 65, mhm, sondern das geht weiter. Das ist unsere Erwartungshaltung an das Leben. Und als ich gemerkt habe, hey, da draußen sind so viele, von denen man, sag ich mal, in der Zeitung nicht liest. Ich bin eventuell Fahnenträger vor einer riesigen Welle und ich mag eventuell, sage ich mal, 5 Jahre vorherlaufen, weil ich vom Bauernhof komme. Da gab es weder Hungersnot nach dem Krieg jetzt, mhm, also Lebensmittelknappheit, sagen wir mal so, oder Wohnungsnot, das war ja in den Städten ganz anders noch. Also sprich, da gab es die Auswirkungen des Krieges noch ein bisschen länger spürbar. Das mag mein kleiner zeitlicher Vorsprung sein, aber da draußen kommt eine Welle. Leute, ihr seht das ja auch alles, ne? Also wir haben so blöde Bilder im Kopf. Eigentlich haben wir schon ganz viele Bilder auf den Scheiterhaufen geschmissen. Also ich sag mal, mit 17 habe ich geglaubt, mit 35 hört der Spaß im Leben auf. Also darüber kann man heute lachen. Aber damals war ich der Meinung und habe gedacht, ja, du, dann bist du verheiratet, dann hast du deinen Job. Und dann ändert sich nie mehr was, bis du stirbst. Dann ist das so, ich sah das wie so eine eintönige Straße da vor mir. Dann wurde ich selber 35 und dachte, oh, so schlimm ist das ja gar nicht, ne? So. Und dann hat man das immer ein bisschen rausgeschoben. Aber das Bild vom Alter ist da oben immer noch so bescheuert in unseren Köpfen. Und das habe ich mir wirklich zur Mission gemacht mittlerweile. Angetreten war ich und habe gesagt, also deutschlandweit will ich den Grauschleier wegkriegen. Aber als die UNO da bei mir die Anfrage stellte, ob sie einen Film über mich drehen können, da habe ich gedacht, okay, dann machst du das gleich weltweit. Also okay, ich brauche noch ein bisschen, aber noch habe ich das nicht. Aber diesen Grauschleier da wegziehen, das ist ja unglaublich. Also für manche fängt das ja auch mit dem Alter schon mit 50 an, aber das lassen wir mal gerade außen vor. Mhm. Dass wir da glauben, ja, 60, da kommt noch so ein bisschen was, aber das ist nicht mehr aufregend. Und ja, ich möchte mal sagen, dass man auf Menschen schaut, die jetzt 60 oder 70 sind und sagen, naja, meine Güte, ach, sie wird jetzt 70, ja. Es war ja eigentlich mal eine ganz nette Frau. So, so voller Mitleid. Mhm. Wo ich denke, hey Leute, sag mal, hallo, geht's noch? Jetzt geht erstmal richtig die Post ab. Wir haben nicht mehr den Stress, den ihr in jungen Jahren habt. Ne? Also was weiß ich, durchwachte Nächte, Kind krank oder man hat Sorge, der Job wackelt oder der Kollege wurde an mir vorbei befördert und ich weiß nicht, was einen alles da nicht schlafen lässt. Nee, jetzt ist die Zeit, die Träume zu verwirklichen, für die man in jungen Jahren keine Zeit hatte. Und das mit einem unglaublichen Lebens-Know-how. Und da möchte ich jetzt gleich schon mal einhaken. Auch ihr mit 35, mit 40, mit 50, ist mir völlig egal, macht euch nicht klar, wer ihr wart, als ihr zum Beispiel 20 wart. Oder guckt mal 10 Jahre zurück. Hm. Und dann seht ihr, was ihr alles schon begriffen habt vom Leben. Ich nenne das einfach Lebens-Know-how. Wir sind alle, und da gibt's keine Ausnahme, durch Krisen durchgegangen. Wir haben Niederlagen erlebt, durchlitten, haben sie gemeistert und daraus gelernt. Das macht uns stark. Das ist so wie beim Fußballspieler. Wann geht der denn erfolgreich vom Platz und sagt, tschakka, ich hab's gerissen? Hm. Das ist doch nicht dann, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, bitte sehr, hier hast du ein Tor, knall rein. Nee, sondern das ist dann, wenn der sich durchgewuselt hat und dran vorbei und drüber weg und ich weiß nicht was alles. Und so ist das in unserem Leben auch. Nur wir empfinden es als Niederlagen, aber es macht uns stark. Das ist unser Trampolin unter unseren Füßen. Da kann man also im Alter sich mal ganz
gerade hinstellen oder auch eben mit jungen Jahren und wenn man zurückkommt, sagt, hey, ich habe da schon ganz toll was geleistet. Hm. Ich bin ja ehrenamtlich mit Musikstudenten manchmal unterwegs und erzähle ihnen, was sie erwartet, wenn sie Konzerte im Altersheim geben. Und dann schocke ich die und sage, da sitzt die Generation, die hat euer Handy erfunden, mit dem ihr rumspielt. Da sitzt die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Dann kann ich in ihren Augen sehen, dass die gar nicht mehr zuhören. Die rechnen nach und das kann doch nicht sein. Die waren vorher auch ganz liebevoll zu den Alten. Aber wir haben es nicht im Blick, was Lebens-Know-how bedeutet. Auch wir Alten übrigens nicht. Ne? Wir klappen ja das Buch zu und sagen so, jetzt brauche ich einen Rollator, jetzt bin ich alt, jetzt brauche ich ja gar nichts mehr anzufangen. Oder aber ein Treppenlift, der führt in unseren Köpfen direkt in den Sarg. Nee, der ist wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B, Treppenlift fährt von oben nach unten. Ende. Wir haben immer schon Helfer gebraucht. Keiner in jungen Jahren, ihr da draußen, habt rumgemault und habt gesagt, ach Mensch, wie schade, jetzt kann ich meine Wäsche nicht mehr mit der Hand waschen. Jetzt brauche ich eine Waschmaschine. Kommen wir nicht drauf. Wieso machen wir so einen Quatsch im Alter? Also da mal unsere Gedanken zurechtrücken. Das bringt ein anderes Bild, das bringt Freiheit, das bringt Leichtigkeit. Und dann loslegen. Und wenn man die Intensität leben möchte im Alter, die man mit 30 so toll fand, dieses hier, wow, was kostet die Welt, dann ist Alter ein Start-up-Unternehmen. Dann ist das nochmal eine Phase, wo man sich reinschmeißt. Das kann man nicht einfach absitzen und denken, ja, die Zufriedenheit fällt mir jetzt vom Himmel runter. Das wird wohl nicht gehen. Da muss schon mal ein bisschen mich reinschmeißen. Begeisterungsfähigkeit hält jung, sagt die Hirnforschung. Ja, auf jeden Fall. Und ich frage mich, wo kommt deine Begeisterungsfähigkeit her? Du bist ja wirklich sprühst voller Energie und genießt dein Alter. Das sieht man dir wirklich an. Ich meine, du siehst auch toll aus, davon mal ganz abgesehen. Aber das ist ja mehr als Äußerlichkeit. Wo hast du das her? Haben dich deine Großeltern schon inspiriert? Waren die auch schon auf so einem Weg, dass die gesagt haben, hey, jetzt geht's los mit 60, 70, fängt nochmal das Leben an? Also ich möchte gerne auf meine Oma gleich mal zu sprechen kommen, aber ich muss mal sagen, dazwischen, Leute, habe ich mit angezogener Handbremse gelebt. Da war ich sowas von langweilig. Wenn ich jetzt zurückgucke, würde ich lieber mit dieser Frau eine Tasse Kaffee trinken gehen, als damals mit 30, 40, 50. Ich wollte es jedem recht machen. Mein Leben war mir gar nicht so wichtig. Hauptsache der Familie geht's gut. Ich habe das auch alles geglaubt. Ich war ja nicht unglücklich per se, sondern ich habe mich selber nur völlig unter den Teppich gekehrt. Und meine Probleme generell auch, damit, da habe ich, glaube ich, Copyright drauf. Ne? Aber jetzt mal zu deiner Frage mit meiner Großmutter. Ich habe meinen Großvater nicht mehr kennengelernt, der lebte da nicht mehr. Oma hatte den Beinamen der General. Also die hatte ihre vier Kinder wohl, glaube ich, ganz gut im Griff. Sie lief in der Woche im freundlichen Schwarz mit Kittelschürze noch damals rum. Und am Wochenende oder am Sonntag vor allen Dingen, wenn es in die Kirche ging, dann trug sie Komplett. Ich glaube, das kennt keiner mehr. Das ist dieses schmale Etui-Kleidchen, so in Bleu und Rosé und so. Mhm. Der Mantel dazu, aus dem gleichen Stoff, der war dreiviertel lang, hatte dreiviertel Ärmel. Und dann gab es diesen langen Glasé-Handschuh, der also bis zur Hälfte des Oberarms ging dazu. Ein Handschuh in der einen Hand. Hüte trug sie, die nannten wir Calabresa, ich weiß gar nicht, ob das Wort offiziell ist, man kann auch, glaube ich, Wagenrad dazu sagen. Und dann rauschte Oma los und dann ging es in die Kirche. Also diese beiden Typ Frauen verbinde ich mit Oma und vor allen Dingen hatte Oma etwas, das ist heute, glaube ich, abhanden gekommen. Die hatte Schalk im Nacken. Die konnte wirklich Blödsinn machen. Also wenn wir alle zusammen waren und wir wussten, Oma hat Schalk im Nacken, wir wussten das alle, aber trotzdem hat die uns immer irgendwie erwischt. Also ich weiß, wir rannten alle schon in Nachthemden über die Flure und plötzlich kommt also da ein Schrei aus einem Zimmer. Da hat die, da gab es noch drei geteilte Matratzen, das kennen nicht mehr viele, ne? Und da hat die Mittelmatratze rausgenommen, das Laken darüber gespannt und darunter eine Schüssel mit Wasser gestellt. Das heißt, man setzte sich aufs Bett und hatte einen nassen Po. Und derjenige kam dann angeflitzt und Oma stand dann da auf dem Flur und hatte ein Grinsen im Gesicht. Das weiß ich wie als wäre es fotografiert. Weiß ich noch ganz genau. Und dann haben wir natürlich alle geholfen, den Schweinkram da wieder wegzumachen und sowas alles. Das war Oma. Oder man konnte auch mal eine Haare
Zahnbürste im Bett finden und setze sich dann darauf oder irgendwie sowas. Also und da denke ich, Mensch, sowas ist alles abhanden gekommen. Wo gibt's denn noch diesen Schabernack oder übermütig sein und sowas? Also ich finde, das muss mal wieder ins Leben gerufen werden. Also das ist Oma. Und meine Mutter, die war eigentlich mal als junge Frau eine sehr starke Frau, musste sie auch sein, denn bei uns in der Familie heißt das immer, der erste Papi war gestorben und sie war mit zwei kleinen Kindern alleine auf diesem großen Bauernhof, bis dann mein Vater als Volontär kam und dann kam ich nochmal mit ins Spiel. Und also sie war da eine sehr starke Frau, aber als dann auch mein Vater, sprich Mutti, hat zwei Männer sehr früh verloren, starb, da brach sie so zusammen und sie war so diese Frau an seiner Seite. Ich weiß gar nicht, ob man den Ausdruck heute noch kennt. So, die Papi hatte alles gemacht, also sie konnte keine Banküberweisung ausfüllen und so. Sie war ganz hilflos. Sie fühlte sich aber immer in ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau unglaublich stark, war sie auch. Also vielleicht ein bisschen schwierig so zu schildern, aber sie hat mir vorgelebt, ganz ohne Frage, dass sie sagte, also ich habe immer gedacht, 70 ist fürchterlich das Alter, aber du, ich muss dir sagen, das ist ganz, ganz toll. Und wenn ich da jetzt nicht, sie hatte so Gleichgewichtsstörungen und also erstmal, wenn sie spazieren ging, musste sie ganz schnell gehen, damit sie geradeaus ging und hatte dann recht früh einen Rollator oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, aber sonst, also fand sie alles, das fand sie das Leben spannend und das hat sie auch mit 90 noch so gelebt. Also, also insofern hatte ich schon zwei starke Frauen vor mir. Also das denke ich schon. Aber meine Energie, die ist erst sichtbar. Nee, das ist jetzt falsch ausgedrückt, merke ich jetzt gerade im Reden. Also ich glaube, ich habe sicherlich zweimal hier geschrien, als der liebe Gott die verteilt hat. So, ne? Also ich habe schon ein bisschen was mit auf die Welt gebracht. Aber das war das, womit ich ganz viel angeeckt bin. Ich passte nicht ins Raster. Mhm. Und das heißt, dafür wurde ich früher gescholten nach dem Motto, ach, du bist auch nie zufrieden und du willst immer noch was und so. Und ich also mit mir auch schon hart ins Gericht ging und dachte, meine Güte, musst du auch immer, ich wollte immer mehr vom Leben, ich wollte mehr von meinem Mann, ich wollte mehr von der Beziehung, ich wollte, ne, komm hier, ich bin noch da, lass uns gemeinsam und so. Mhm. Und ist auch, Schatz, ist doch alles gut, ist doch alles gut. Und ich dachte, nee, abends nur vom Fernseher sitzen, ist nicht meins. Und dafür werde ich heute gefeiert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Erlösung ist für mich, dass ich hier jetzt meine Energie einfach leben darf. Und hinzu kommt, glaube ich, dass das, was ich früher alles unter den Teppich gekehrt hatte, so nach dem, ja, ist schon alles in Ordnung und ist schon alles in Ordnung, so. Diese Energie, die ich brauchte, um das unterm Teppich zu halten, die brauche ich heute nicht mehr dafür, weil ich mir das alles mal angeguckt habe. Was ist denn da alles für ein Quatsch, den du da nicht angucken wolltest und so weiter. Das heißt, ich habe das zugelassen. Ich habe erkannt, dass meine Verletzbarkeit eine Kostbarkeit ist und sowas alles und anders sein. Ja, es tut weh manchmal, aber es hat seinen Wert in sich und jeder da draußen hat seinen Wert, so wie er ist. Und also sich nicht zu verbiegen und sowas, das kann ich heute im Alter natürlich viel leichter leben als damals, wo ich dazugehören wollte, wo ich es jedem recht machen wollte und so. Das ist schon eine enorme Freiheit, die ich heute leben kann. Und die, da wird natürlich Energie ganz anders sichtbar. Ne? Das ist eben sehr weit vorne da. Mhm. Also ich muss sagen, wenn ich dir zuhöre, ich freue mich aufs Älterwerden. Ich glaube tatsächlich, das ist diese große Chance, die wir haben, gerade, sage ich jetzt mal, in meinem Alter, so im Middle-Age. Ne, dass man sagt, okay, die Kinder sind jetzt gerade auf dem Weg in die Welt. Ja, genau. Ja. Und aber dann kommt noch mal die nächste Phase und da muss ich mich nicht mehr verbiegen. Ich muss es nicht mehr allen recht machen. Ist mir ganz egal, was da sonntags auf dem Tisch steht vielleicht oder vielleicht ist es auch nicht egal. Aber du verstehst, was ich meine natürlich. Nee, die anderen sind ja auch mal endlich mit in der Verantwortung für sonntags. Natürlich. Du hast ja sonntags eigentlich auch frei. Natürlich. Aber das muss man auch mal als Frau lernen auszuhalten. Dass der Maßstab der anderen genauso gilt, wenn die sagen, ach,
ist mir egal, weißt du, heute machen wir mal so und so und so und so. Also ich musste das ja auch lernen. Ne? Also bei mir ist es ja tatsächlich Weihnachten immer noch so. Dieses Weihnachten müssen wir noch gestalten sozusagen. Mhm. Aber ich habe 3 Kinder mit allen Enkelkindern und meinem Ex-Mann alle immer noch hier bei mir feiern. Da ist Remy, Dermi und jeder übernimmt aber irgendwas. Das heißt, der kommt schon mit den Einkäufen dafür an und dann sitze ich auf dem Sofa, quatsch mit den anderen und jemand anders ist in der Küche. Und, oder zwei meistens oder wie auch immer sich da zusammenrottet. Und dann ist das, was da kommt, völlig in Ordnung. Also ne, da mal locker zu lassen, ja. Das, ne, man hat so seine komischen Maßstäbe und Vorstellungen und so. Nee, da. Ja, absolut. Also der Stress, den machen wir uns immer selbst. Ne? Das sind ist immer das unsere eigenen Erwartungen an ein perfektes Weihnachtsfest. Und ich glaube auch deshalb, das ist, was heißt, ich glaube, ich weiß es eigentlich, deshalb artet es bei so vielen Leuten aus. Diese Familienfeste, dass jeder immer denkt, es muss so perfekt sein und dann geht's ist es nicht. Das geht's, dann geht's in die Hose, natürlich. Ja. Ja. Also ich habe das, ich kenne das natürlich auch. Ne? Also meine beiden Schwestern haben lange Zeit im Ausland gelebt. Wenn die in Deutschland waren, kamen die meistens hier zu mir als Basisstation, um dann von hier dann so ihre Freunde zu besuchen und so. Das heißt, wenn die ihren Mittagsschlaf machten, denn die kamen beide aus südlichen Ländern, also die eine aus Südamerika, da machte man das und abends drehte man nochmal auf. Wenn die ihren Mittagsschlaf machten, dann machte ich die Küche klar, bereitete dieses vor und sowas alles. Ich hinten in der Kurve, die kam gut erholt aus ihrem Bettchen gekrabbelt und sagte, ah, hast du was Süßes? Und ist hier und so ein bisschen Kaffee, soll ich mal eben zum Bäcker gehen, noch ein bisschen Kuchen holen. Und ich hatte damals ja wirklich Gewichtsprobleme. Und ich dachte immer, okay, ja, klar, machen wir alles. Und dann war ich abends schon so ein bisschen, sagen wir mal, auf dem absteigenden Ast und dann sagten die so, jetzt geht es ja erst richtig los. Das waren die so gewohnt. Und da, bis ich lernte und dachte, wenn die Mittagsschlaf machen, dann lege ich irgendwo die Beine hoch oder was weiß ich, aber ich mache nicht mehr diesen Krempel. Hm. Also das musste ich aber lernen. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich dafür gebraucht habe. Es spricht sich alles immer so leicht daher, was man machen kann und so. Aber Leute, es ist ein Weg. Und Leben heißt auch, man kommt nicht an, sondern es ist Entwicklung. Und dazu Ja zu sagen und dann ist es mal nicht perfekt und unsere Bilder im Kopf. Und jeder hat auch eine andere Vorstellung von perfekt. Das ist ja auch so schlimm. Ja, natürlich. Und diese Erwartungen, die knallen dann aufeinander und deshalb gibt es auch diese Konflikte. Aber wenn man sich da selber ein bisschen von frei macht, und du hast natürlich völlig recht, es ist nichts, dass man einen Schalter umschaltet, legt und sagt, oh, ab heute ist alles perfekt, sondern das ist ein verdammt langer Weg zu einem immer zufriedeneren Leben sozusagen, ja, dass man immer zufriedener wird, hoffentlich. Aber es ist halt auch viel Arbeit, ne? Also du machst ja den Menschen auch sehr viel Mut in deinen Büchern, die du geschrieben hast, die auch Bestseller sind. Gibt's auch so Stimmen, die sagen, ja, du hast ja keine Ahnung, wie schlimm mein Leben war und wie schlimm meine Schicksalsschläge sind und ich kann gar nicht glücklich sein, weil bei mir war alles ganz schrecklich. Ja. Natürlich kenne ich auch. Das heißt, zumindest in dem ersten Buch steht ja schon auch sehr deutlich, wo ich schrecklich auch gelitten habe in meinem Leben. Denn das muss uns klar sein, es gibt kein Leben ohne Leid. Also bei mir war das Erste, dass mein wunderbarer Vater eben starb, als ich 19 war, der so an mich geglaubt hat, er starb innerhalb eines Tages an Herzinfarkt. Also da brach meine ganze Welt zusammen. Und meine Ehe nachher. Und also ich hatte meine Punkte genauso. Und kein Mensch kann das Leid eines anderen mit seinem eigenen vergleichen oder so. Das eigene ist immer schwerer oder fühlt sich immer schwerer und an. Also insofern, das muss man auch gar nicht vergleichen, das macht gar keinen Sinn. Mhm. Und trotzdem möchte ich denen auch so viel Mut machen und zu sagen, doch, gerade du kannst so stolz darauf sein, was du in deinem Leben alles gemacht hast. Und man kann alte Verletzungen loswerden. Das ist das Tolle. Mhm. Und das Zauberwort heißt da verzeihen. Und da muss ich allerdings so ein deutsches Wort aufpolieren, weil es heißt nicht klein beigeben und es heißt nicht die Tat schönreden nach dem Motto, naja, der hat es nicht so böse gemeint und der ist hat er selbst eine schlimme Kindheit oder irgendwie sowas. Nein. Die Handlung und der Täter bleiben so kriminell, wie sie waren. Ich werde frei. Ich entziehe dem anderen die Macht,
mich zu verletzen. Das bedeutet verzeihen. Ich habe es in meinem Leben oft üben können. Und ich weiß, dass es anfängt nur im Kopf, im Bauch, im Herzen ist noch diese Wut, ist noch dieser Racheakt und ist noch alles erstmal, das fängt an im Kopf. Nein, ich verzeihe ihm. Immer wenn die Gedanken hochkommen, nein, ich verzeihe ihm. Bis es langsam runter sackt, was weiß ich, zum Herzen oder Bauch, wo man immer das Gefühl hat. Und dann ist man frei. Und dann ist man nicht mehr gebunden an Sachen, die ja, sag ich mal, wenn sie aus der Kindheit sind, dann leben die Menschen vielleicht gar nicht mehr, die mir das angetan haben. Aber wir tragen es immer noch im Rucksack mit uns rum. Und das müssen wir nicht. Wir können das tatsächlich loswerden. Und da möchte ich wirklich Mut machen. Ich weiß, also, und die Person muss das überhaupt nicht erfahren. Also ich amüsiere mich immer. Ich nehme gerne ein Beispiel, was mir im Berufsleben mal passiert ist. Der Mensch hat zu meiner Zeit nie erfahren, dass ich ihm verziehen habe. Ich konnte nachher aber tatsächlich wieder vertrauensvoll mit ihm zusammenarbeiten. Das war ein ganzes Wunder. Ob der mal irgendwann in meine Bücher guckt oder irgendeinen Vortrag von mir hört und sich wiedererkennt. Egal, weiß ich nicht. Aber der hat es nie erfahren, dass ich ihm eigentlich verziehen habe. Und um selber frei zu werden. Und das ist ein so großer Schlüssel. Und das andere ist, dass alle Bewertungen bei uns selber sind. Ne? Also wenn jetzt Weihnachten, wenn wir das Thema nochmal greifen, was weiß ich, da ist der, bei mir ist es jetzt so ein eine männliche Person gewesen, sagen wir mal so, die da irgendwann auftauchte in meinem Leben, also so zweimal angeheiratet sozusagen, wo jeder sagt, also neben dem sitze ich nicht, ne? Also Greta, also wenn du hier eine Sitzordnung vorhast oder so, da sitze ich nicht. Und ich kam aber ganz gut mit dem klar. Ich hatte auch nicht diese ganze Vorgeschichte mit ihm und ich wusste eins, der war als Soldat in Stalingrad gewesen. Und da habe ich immer gedacht, meine Güte, wer da durchgegangen ist, durch dieses schwere Leid, der kriegt irgendwo Ecken und Kanten. Und ich habe sie auch. Also ich konnte den so ganz kumpelig nehmen. Und dann habe ich ja irgendwann begriffen, jeder darf so sein, wie er ist. Also auch mein Mann durfte so sein, wie er ist. Und bei mir liegt nur, wie ich damit umgehe. Also ich kann das jetzt dramatisch sehen oder ich muss es auch nicht so dramatisch sehen und sagen, okay, der ist nun mal so, der ist schrullig oder die, es ist auf beiden Geschlechter verteilt. Also und ist das jetzt dramatisch? Gebe ich ihm die Macht, mir das Weihnachtsfest zu vermiesen oder kann ich hingehen und den sozusagen einmal um die Taille fassen und sagen, weißt du was, 5 Minuten brummeln wir jetzt noch und dann ist auch wieder gut und dann machen wir uns ein schönes Weihnachtsfest oder so. Das konnte ich nachher. Da konnte ich, obwohl es manchmal ja auch gegen mich geschossen wurde, ne, sagen, nö, habe ich gar keine Lust zu, das Paket gebe ich also ungeöffnet weiter oder sowas. Und dann sage ich, weißt du was, 5 Minuten noch brummeln und dann machen wir uns ein schön, was meinst du? Und dann sind die oftmals wie befreit, wenn man die da rausholt. Die kommen da selber nicht aus ihrem Käfig raus. Und da, das ist ja auch schon ein kleines Machtgefühl, wenn man merkt, ich habe die Power, ich habe die Macht, mit der Situation umzugehen, andere Menschen da rauszuholen. Und ob der vorher gesagt hat, was weiß ich, ich hätte dies nicht gebacken gekriegt und jenes nicht oder was, völlig egal. Ich ziehe mir das nicht mehr an. Also für mich war so ein erhellender Moment mal der Gedanke, wenn man Bill Gates sagen würde, hey, du hast ja in deinem Leben nicht zustande gekriegt, du bist der letzte Loser und was weiß ich nicht alles, dann wird der doch sagen, oh, haben die zu lange in der Sonne gelegen, soll ich einen Arzt rufen? Der kommt doch nicht auf die Idee, das für sich irgendwo auch nur im Entferntesten anzunehmen. Nur wir selber machen uns, wie du ja vorhin auch schon sagst, wir machen uns den Stress selbst. Ne? Wir sind ja unser schlimmster Kritiker. Ich frage mal in die Runde, habt ihr eigentlich lobende und anerkennende Sätze für euch? Ich stellte fest, ich hatte nur, stell dich nicht so dusselig an, nur so abfällige Bemerkungen für mich. Es gab nicht den Satz, oh, das hast du aber gut hingekriegt, gab es nicht. Und insofern war das also für mich ganz erhellend. Und da mal mit dir selbst so umzugehen, wie mit deiner besten Freundin, wenn die was vergeigt hat, dann sagst, entröstest du sie, sag, komm her, ich mach dir, lass dir Badewasser ein und koch dir einen Kuchen, mach dir einen Kuchen, back dir einen Kuchen oder koch dir ein schönes Gericht oder was weiß ich alles. Wir sind doch alles Menschen und Fehler passieren nun mal oder was weiß ich. Nur wir selber, wir machen uns fertig.
Ja, fertig. Absolut. Du hast völlig recht. Und auch, um nochmal auf dieses Verzeihen zurückzukommen, da ist eben auch ein großer Anteil, sich selber auch zu verzeihen. Oh, so wichtig. Und so liebevoll, wie man mit seinem, sage ich mal, ärgsten Feind in Gedanken umgehen mag, kann, ja, das ist natürlich nichts, du hast völlig recht, das hat nichts damit zu tun, irgendwie sich selber klein zu machen, im Gegenteil. Einfach mit einer gewissen Großzügigkeit durchs Leben zu gehen, zu sagen, das ist passiert, okay, und ich verzeihe mir auch selbst dafür, dass ich so viele Jahre im Groll war oder was auch immer. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Aspekt, um ganz wichtig. Lebenszufriedenheit zu bekommen, ein bisschen. Ja, also gnädig mit sich selber zu sein. Ja, also ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich hatte ja für alles so seltsame Bilderrahmen um mich rum. Wie wollte ich als perfekte Mutter sein, als Partnerin, als perfekte Kollegin, als perfekte Sportsfreundin oder Freundin sowieso und Sportskollegin und so was. Überall hatte ich so ein Bild, dem ich entsprechen wollte. Und bis ich irgendwann sagte, was soll der Schwachsinn? Also ich stress mich hier selber. Und wieso nicht auch mal sagen, nee, in dem Fall heute ist das gut genug. Ja. Wunderbar. Also kann ich dir nur zustimmen. Auch wieder dieses Loslassen, diesen ganzen Perfektionismus, diese Bilder von irgendwelchen, ja, die uns ja auch zuhauf vorgelebt werden in Social Media. Ja, aber lebt ja auch kein Mensch, ne? Ja, ja. Wir haben sie uns auch selber gezimmert. Also, haben sie uns auch selbst gezimmert. Über Generationen auch irgendwo epigenetisch, wie auch immer, sind die uns angepflanzt, ja. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht mal darüber nachdenken darf und die Dinge vielleicht etwas anders zu betrachten, ja. Genau. Unbedingt, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ja. Das lohnt sich. Also sich selbst auf die Schliche zu kommen, ist einfach befreiend. Ja. Und man ist dann ganz erstaunt, dass wenn man da diesen ganzen Müll mal wegputzt, was da für ein Diamant zum Strahlen kommt. Und dann darf man auch mal mit sich zufrieden sein. Ja. Ist gestattet. Denn du bist so einmalig auf die Welt gekommen. Du bist, dich gibt's nicht nochmal. Auf der ganzen Welt nicht und in der Galaxie auch nicht. So wie du das Leben siehst und wie du deine Werte hast und so etwas. Und du hast eine Botschaft für die Welt. Und die muss raus. Und die darfst du leben und mit allem, was dazugehört. Ja, also nur Mut. Ja, Mut und Neugier haben. Sich ernst nehmen auch, ne? Also, ja, natürlich. Ich meine, kein Mensch ist so verantwortlich für unser eigenes Leben wie wir selber. Ich meine, ich habe auch das delegieren wollen, mein Glück, ne? So, ich hatte so Geheimverträge abgeschlossen hinterm Rücken von Menschen, die ja gar nichts von wussten. So nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber die haben das nicht begriffen, dass ich ihnen da netterweise die Verantwortung übertragen hatte. Und dann stellte ich fest, so mit 30 verflixte Axt musst du wohl selber machen. Das ging ja noch halbwegs, aber dass ich dann danach keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück, das war also bitter für mich, aber das musste ich mühsam lernen. Und wenn man das dann begriffen hat, dann ist es Freiheit pur. Nicht mehr abhängig zu sein von Umständen oder Personen für ein gelingendes Leben, das ist schon toll. Jetzt mag sich eventuell bei manchem dieser Gedanke einschleichen, ist das nicht Egoismus, wenn man jetzt für sein Glück selber sorgt, ne? Und das kann ich mal locker vom Tisch fegen. Nee, stellt euch mal junge Eltern vor, die sich völlig verausgaben für ihre Kinder oder eine Person, egal mittleren Alters, die ihren Partner pflegt. Wenn die sich völlig verausgaben, wie viel Liebe ist dann noch in diesem Umsorgen möglich? Hm. Ich weiß auch nicht, ob es da so einen unausgesprochenen Satz in der Gesellschaft gibt, der so sagt, wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Also man sieht den ja nirgendwo geschrieben, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, hängt in der Atmosphäre. Ne? Hm. Aber das ist wie im Flugzeug. Erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann ist man überhaupt in der Lage, für andere zu sorgen. Denn wir wissen, wenn unser Glückstank voll ist, dann können wir, dann ist so word on fire, ne? Da können wir einfach unglaublich viel bewegen. Und dann fließt da auch wieder Liebe. Dann bringe ich da das Frühstück doch ganz anders zu meinem Partner oder kümmere mich. Also als wenn das
alles nur so auf dem letzten Knopfloch da pfeift. Also das mal sich klar zu machen, es ist weit weg von Egoismus. Und ich stelle mich ja heute hin und sage, also wer nicht selber für sein Glück sorgt, das ist unterlassene Hilfeleistung. Weil man ja viel kommen kann für andere. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich auch eine Verantwortung, die man für sich selber übernimmt. Ne? Das ist auch, kann auch unangenehme Gefühle erzeugen, ja, dass man sagt, oh, jetzt muss ich ja selber mein Glück in die Hand nehmen, wie der Volksmund ist ja richtig. Schon so schön sagt. Ne? Aber das ist es eben, das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, um wirklich glücklich zu werden. Natürlich. Sich selber glücklich zu machen und dann, wie du sagst, dann erst bin ich in der Lage, andere glücklich zu machen. Genau. Weil wenn ich in der Opferrolle zu sein, macht immer unglücklich. Und wir Deutschen sind ja leider weltweit verschrien für etwas, was mich immer ganz woddelig macht, nämlich für die Jammerei. Und ich hatte mich ja gefragt, wieso steht auf der UNO-Plattform mein Film unter der Überschrift Nachhaltigkeit? Und dann dachte ich, Donnerknispel, das musst du doch rauskriegen können. Diese zweite Zeile, wie andere Länder mit dem Alter umgehen, das hatte ich sofort begriffen. Aber Nachhaltigkeit. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und habe gedacht, ja, Ressource, Leben ist begrenzt. Ne? Also und Nachhaltigkeit heißt, lebe ich heute so, dass ich auch in Zukunft gut leben kann, dass mein Umfeld gut leben kann und die nachfolgende Generation auch so. Und dann heißt das, ich bin einmal, also egal in welchem Alter, ne, auch ganz jung oder mein Alter oder so, Ernährung, Sport, also Bewegung generell und so weiter, ist mal klar, brauchen wir für den Körper. Und dann kommt das Thema Emotionen und deswegen kam ich da gerade drauf. Jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung. Mhm. Das zieht nicht nur mich runter, das zieht mein Umfeld runter und meine Kinder auch noch. Mhm. Ich weiß nicht, ob uns das überhaupt so bewusst ist. Ich weiß, dass das in Deutschland wie eine Dating-Plattform ist. Wenn ich in einer unbekannten Stadt bin, stelle mich an eine Bushaltestelle und fange an rumzuschimpfen, hier kommt der Bus immer zu spät und nee und das und jedes, habe ich sofort Verbündete. Wenn ich mich hinstellen würde und sagen würde, meine Güte, bin ich froh, dass hier gerade eine Bushaltestelle ist, also was für ein Glücksfall ist das denn, würden mich alle angucken, als wäre ich ein Auto. Mhm. Also es soll uns aber klar sein, dass diese Dating-Plattform nur Jammerlappen enthält, die sich gegenseitig runterziehen. Und das kann nicht produktiv sein in Form von Nachhaltigkeit. Und bei mir, also ich kann das überhaupt nicht begründen, ne, aber tauchte so die Frage auf, wir sind doch alle lieber mit inspirierenden Menschen zusammen. Kann es sein, dass uns das Jammern auch irgendwann mal in die Einsamkeit bringt? Sollten wir mal so drüber nachdenken. Und die Frage stellen, was habe ich eigentlich davon? Also ich kriege mehr Kontakt, ja, und vielleicht auch mehr Streicheleinheiten oder mehr Zuwendung und so etwas. Aber der Preis ist hoch. Wer jammert, kann nicht gleichzeitig Halleluja, mir geht's gut rufen. Wir bestimmen damit selber unsere Emotionen. Und jetzt muss ich allerdings noch zu meiner Rettung sagen, wir müssen alle mal jammern. Das ist aber situationsbezogen. Also, ne, dass es uns alle mal schlecht geht und dann hänge ich auch an der Sofakurve und bin das ärmste Kaninchen vom Feld. Aber das so als Dauerschleife, dieses Rumgejammer, also ganz egal, was passiert, die Leute finden irgendwas, was daran doch wieder schlecht ist. Und ja, hier ist das Wetter und dann ist es dieses oder jenes. Und dann kann, und die Politik sowieso und also man kann jammern ohne Ende. Und man sieht dann das Schöne nicht mehr. Mhm. Ja, also ist tatsächlich so. Also kollektiv wird gejammert in Deutschland, ja. Obwohl es uns so gut geht wirtschaftlich. Du also kann man das sehen, an wirtschaftlichen Gütern scheint es nicht zu hängen, dass wir uns glücklich fühlen, ja. Und ich finde das einen ganz interessanten Gedanken, dass man sozusagen eine Energie rauslässt in die Welt, die sehr, dass man sich das überlegen sollte, dass man auch eine Verantwortung dafür hat, ob ich schöne Botschaften in die Welt schicken möchte oder negative. Ja, und was hat das für Auswirkungen auf unsere Mitmenschen, auf unsere Kinder, auf unsere Enkelkinder, ja, auf wen auch immer. Ja, und dann da kommt man tatsächlich auf diesen Nachhaltigkeits... irre, ne? Ja, es ist tatsächlich... Ich war ganz erlöst, dass mir da die Schleife eingefallen ist. Ne? Aber ich habe ja mal den Spruch gebracht, werf Freude wie Konfetti auf Menschen, denn damit veränderst du dein Umfeld. Da bist du gleich mit gut gelaunten Leuten zusammen. Und zwar
bis hin zur Kassiererin an der Supermarktkasse oder dem Busfahrer, ein liebes Wort. Oder ich komme ja nun hier aus Hamburg, den Nachbarn, den kann man einmal sagen, moin, wie man in Hamburg macht. Oder man kann sagen, oh, ich wünsche Ihnen einen tollen Tag. Ist gleich eine andere Energie. Und das kommt alles auf mich zurück. Also insofern bin ich da nur mit fröhlichen Menschen zusammen und das erhöht mein Wohlbefinden. Also anfangen, Freude wie Konfetti auf Menschen streuen. Wunderbar. Gibt es tatsächlich auch Tage, Greta, bei dir, an denen du dich vielleicht nicht so gut fühlst? Und ja, klar, was tust du dagegen? Räumst du auf? In der Tat. Ja, ja, machst du das? Ja, also ich habe verschiedene Hilfsmittel da. Einmal ist es, was brauche ich in dieser Situation? Was könnte ich jetzt für andere tun? Könnte ich für die Freundin Kuchen backen oder so? Dann, also weg Fokus von mir, sondern dann weiß man ja, oh, wie wird die sich freuen, wenn die das heute Abend an ihrer Tür findet oder so. Ne? Dann fängt da schon sowas ganz anderes an. Und wenn ich richtig, also in der Ecke hänge, sage ich mal, wo man das Gefühl hat, so jetzt 10 Tafeln Schokolade und 10 Tüten Chips wäre ungefähr das Maß, was ich jetzt brauche oder so, dann gehe ich los und sage, okay, ich kaufe mir jetzt was Gesundes oder wenn es ist, meistens sowieso im Kühlschrank, aber so, und dann meinen Schreibtisch, also da, wo ich mich am meisten aufhalte, das ist bei mir der Schreibtisch, aufräumen. Tatsächlich. Wie außen, so innen, wie innen, so außen. Das ist wunderbar. Ganz klar. Mhm. Es ist sowieso ein Ritual, wenn ich ein neues Projekt anfange, muss der Schreibtisch klar sein. Und alles andere ist abgeheftet in Ordnern oder was eben noch vom anderen Projekt noch mehr Aufmerksamkeit braucht, wird irgendwo anders sein, aber nicht mehr auf meinem Schreibtisch. Und das ist so wie neues Schulheft, ne? So, boah, noch nicht durchgestrichen, noch gar nichts, da kann ich noch mal neu durchstarten. Also ich weiß, was das mit mir macht. Und ich weiß auch, als mein Mann auszog damals und dann hier noch so unglaublich viel Krempel lag. Ich weiß also ich eine Schublade mit 10 Handys und den Kabeln oder was weiß ich. Also ne, und die Rollschuhe von jedem Alter meiner Kinder und was weiß ich alles. Und dieses aufzuräumen war nicht ein Akt meiner Hände, sondern das war da drin, loslassen. Mhm. Ja? Und, ja. Und dieses, also das ist mir zum Teil sehr schwer gefallen, aber ich weiß, wie es mich erleichtert hat. Also ich habe da auch für mich so Aufräumbrücken. Ich habe ja gelesen, bei dir ist es, du kannst auch die ganz, ganz harte Tour fahren, aber kann ich nicht. Aber was weiß ich, entweder 3 Dinge am Tag müssen verschwenden, ob im Badezimmer irgendwas in den Schränken oder so etwas. Und dann ja, also eine Kommodenschublade zum Beispiel. Oder, also ich mache nicht die ganz dicke Welle, also selten. Dann muss mich schon richtig stören. Und auch bei Klamotten, ne? Also man hat ja meistens mehrere Türen in einem Schrank. Und so, wenn ich dann weiß, wo ich die hingeben kann, das ist mir immer wichtig. Also ich schmeiß nicht in Mülleimer oder Bücher, schon gar nicht, ganz schwer für mich. Aber ich habe da so Stellen, soziale Punkte, nenne ich die jetzt mal, wo ich das hinbringen kann. Und dann, oder ich fahre da vorbei oder so. Das war zum Beispiel auch mal möglich. Da wohnte, oder war in der Nähe der Wohnung meiner Tochter, so ein, ja, Art kleiner Marktplatz, wo ein Buch, ein kleiner überdachter Buchstand aufgemacht hatte, wo man gebrauchte Bücher hinstellen konnte und dann kam schon gleich, wenn man da stand, kam die schon mit ihren Fahrrädern mal vorbei und oh, was stellen Sie da Schönes rein und sowas alles. Also und immer, wenn ich zu meiner Tochter vor, habe ich nochmal schnell geguckt, Mensch, gibt es hier irgendwas, was ich da mitnehmen kann? Ne? So, also ich mache es dann mehr in so kleinen Schritten. Bin mir aber dieser Sache sehr bewusst. Ja, das ist, ich glaube, das geht den meisten Leuten auch so, dass man eher in kleineren Häppchen aufräumt, weil es eben doch diese emotionale Bindung zu den Dingen gibt, die man verbindet damit bestimmte Ereignisse oder Personen und deshalb ist es auch ganz legitim und, glaube ich, ganz menschlich, dass man ein bisschen Zeit braucht, einfach die Dinge auch loszulassen. Ne? Ja, also meinst ich habe auch mal so eine Zwischenstation eingerichtet. Ich merkt man schon, also das geht auch, glaube ich, nur, wenn man so einen Dachboden hat oder so einen Keller oder sowas, wo ich dann dachte, okay, dann stelle ich das noch mal ein Jahr in eine Kiste irgendwo hin
Und dann gucke ich, ob es mir wirklich fehlt. Ne? So, das kann ja auch sein. Jeder hat das schon mal erlebt. Vorher hat man es nie gebraucht, dann hat man es weggegeben und dann denkt man, oh, jetzt könnte ich das so gut gebrauchen oder so. Also um dem aus dem Weg zu gehen, habe ich das mal gemacht. Und mein Mann ist immer noch ein unglaublicher Anhänger von vielen Schuhen und dann war hier Chaos und so. Und dann habe ich gedacht, also ich glaubte zu wissen, welche Paare er nicht so häufig trägt. Ich glaube, ich habe sogar 3 Paar verschwinden lassen. Habe ihm das auch gesagt, ich habe 3 Paar verschwinden lassen. Wenn du mir sagst, welche das sind, kriegst du sie wieder. Und er konnte das nicht sagen. Ja. Und dann hat er, hast du die an zu Freunden gegeben? Was hast du mit den Schuhen gemacht? Sag ich nicht. Und ja, also man hat manchmal so viel von Sachen, dass man gar nicht mehr den Überblick hat. Das ist es tatsächlich, ja. Man hat so viel. Also, du sagtest das vorhin auch, dieses wir leben in einem Luxusland, ne? Also auch also jeden Tag einfach sich morgens und abends und wenn es nur 3 Sachen sind, nimmt, wofür man dankbar sein kann. Also ich bin dankbar, in einem Land zu leben, wo keine Erdbeben sind. Ich bin dankbar für mein kuscheliges Bett. Ich bin dankbar für das erste Gänseblümchen im Rasen. Also ich mache das Fenster wirklich sehr weit auf. Aber oder auch wenn es einem wirklich schlecht geht, was weiß ich, Liebeskummer oder sogar Verlust eines Menschen, wenn man da rauskrabbeln will irgendwann, dass man sagt, gibt es in meinem Leben, was so schwer ist, vielleicht etwas, irgendetwas Kleines, wofür ich doch dankbar sein kann, dann ist das wie so eine kleine Trittleiter raus aus diesem Schwarm. Das Schwere ist immer noch da, ganz ohne Frage. Und das hat auch seine Berechtigung. Und da traurig zu sein, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass die auch Raum hat dafür. Aber dass es daneben vielleicht noch etwas gibt, wo das Herz mal aufatmen kann. Und so, das ist, also Dankbarkeit ist der größte Glücklichmacher in meinen Augen. Mhm. Auf jeden Fall. Und das ist auch gar nicht esoterisch, sondern mittlerweile ja auch belegt, wissenschaftlich. Ja, Gott sei richtig. Dank kann man ja jetzt rein gucken in die Gehirne, wie die reagieren. Ja, und diese kleinen Dankbarkeitsübungen tatsächlich wirken sich sehr, sehr positiv auf unsere mentale Gesundheit aus. Ja. Auf jeden Fall. Kommen wir doch ganz kurz nochmal aufs Aufräumen zurück, Greta. Unbedingt. Ist das anders, was du heute brauchst, als noch mit 30, als du noch die Bude voll hattest mit Kindern und Mann und also was ich sage, nicht nur die Küchenmaschine, die vielleicht mehr in Gebrauch war, sondern hast du vielleicht auch eine andere Beziehung zu deinem Besitz entwickelt? Sind dir andere Sachen wichtiger als noch vor 20 Jahren zum Beispiel oder 30 Jahren? Bestimmt, ja, da hat sich bestimmt viel verändert. Aber ich glaube, ich bin mir in jungen Jahren, wenn du so 30 erwähnst, nicht bewusst gewesen, was für eine Stärke Klarheit ist. Da war es noch so ein bisschen, wir sind ja im Aufbau, ne? Also anschaffen und so. Da hatte man vielleicht auch noch nicht 30 Vasen irgendwo rumstehen, weil die man irgendwo hier geschenkt gekriegt hatte oder hier geerbt und was weiß ich alles und so. Diese Kraft der Klarheit war mir in jungen Jahren nicht so bewusst wie heute. Mhm. Das stimmt schon. Ich tue mich schwer. Zum Beispiel kriege ich natürlich sehr viele Fotos meiner Enkelkinder und hier im Schnee und da in diesen und jenen Situationen, die ich auch alle sehr liebe. Viele sind natürlich digital, das ist kein Problem, die speichert man wunderbar ab. Aber ich kriege sie auch geschenkt in vielen Formen, auch so Fotokalender und sowas alles. Und da tat ich mich am Anfang schwer, mich davon zu trennen und sagen, also ich stehe dazu, ich bin liebend gerne Großmutter, wirklich. Ich habe 4 zauberhafte Enkelkinder, ich lerne so viel von denen. Aber das wuchs immer enger zu um mich rum. Also, und da habe ich dann tatsächlich mich etwas überwinden müssen, die woanders hinzupacken. Ja, also die habe ich ja nicht weggeschmissen, sondern die gibt es dann irgendwo anders. Und stehe dazu, ich weiß gar nicht, ob meine eigenen Kinder das groß bemerkt haben. Es hängen an Küchenschränken auch die kleinen Zeichnungen der Enkelkinder. Und die freuen sich dann, wenn sie beim nächsten kommen, das dann da wieder hängen sehen und so. Aber das tausche ich dann auch aus und das muss nicht alles da sein und so. Ne? Aber das musste ich neu lernen wieder, ne? Da wieder so loslassen, weil ich das natürlich alles unglaublich berührend finde. Und da steckt ja so viel Emotion drin, was es mit mir gemacht hat, wie die Situation damals war. Ne? Das fangen Fotos ja enorm ein. Aber auch das, da, ne?
ja, alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Und es ist eben auch so heutzutage, es gibt ja alles so im Überfluss, wir können es ja auch nicht mehr verarbeiten. Wir haben tausende von digitalen Fotos und ja, so schön sie auch sein mögen, wir können sie nicht alle behalten. Wir werden sie auch nie wieder anschauen, den größten Teil. Deshalb auch da vielleicht wieder bewusst daran gehen, zu gucken, was ist mir wirklich wichtig und welches gefällt mir wirklich, ist das Schönste auszusuchen. Aus dieser Serie, das ist ja so schwer, dass total schwer. Das alle von früher darf man natürlich nicht vernichten, denn zur Hochzeit, das habe ich ja nun auch gemerkt, habe ich ja für meine Kinder dann auch Filme erstellt. Also meine Kinder sind alle schon groß geworden, tatsächlich mit Bewegtfilm. Das war damals gerade im Kommen, man muss sich das vorstellen. Ich komme aus einer Generation, die noch kein Handy kannte, das wisst ihr alles gar nicht, wie das da war und so. Also und dann bei so Begebenheiten dann mal wieder für die zu beschenkende Person etwas zusammenzustellen, das ist so kostbar für die, das zu sehen. Abgesehen davon, dass es noch den Nebeneffekt hat, zu sehen, ach ja, Mensch, Mami und Papi waren auch mal jung, die waren ja auch mal in dem Alter wie ich heute, ne? Das ist ja in dem Film dann auch sichtbar und so. Also das macht schon Vielfalt aus. Also absolut. Ist, also was wir hier jetzt alles können und machen können, das ist einfach großartig. Ja, das tolle ist Zeit. Wunderbar, auf jeden Fall. Definitiv heißt es ja auch nicht, wenn man aufräumt oder loslässt, dass man sozusagen alles entsorgt. Ne? Nein. Dass man den Fokus richtet auf Dinge, die ja man glaubt. Also man kann sowieso nie alles richtig machen, aber wo man wirklich sich zu 99% sicher ist, dass man dass einem das am Herzen liegt, dass man das noch brauchen kann oder die Enkelkinder und so weiter. Ja, genau. Ja, was rätst du denn jetzt als sehr erfolgreiche Lady, die 70 hast du tatsächlich schon überschritten. Und, ich bin 72, das mache ich ja wie ein Schild vor mir her, natürlich, ja, klar. Und ich habe mit 17 entschieden, ich werde 120. Das heißt, ich fühle mich jetzt in der Blütezeit meines Lebens. Ne? Ja. Den Tipp kann ich nur weitergeben. Ne? Also könnt ihr jederzeit entscheiden. Und ich war mir ja gar nicht bewusst, dass ich das verinnerlicht habe. Ne? Also das ist schon Hammer. Ja, toll. Ist ja auch alles möglich. Also es ist wunderbar. Also mit diesem Gedanken in die Zukunft zu gehen, es ist einfach großartig. Was rätst du Zweiflern, die sagen, naja, also hör mal jetzt mit 70, hier zwickt's und da und ich habe alles hinter mir. Was rätst du denen? Ich meine, denen, die vielleicht doch daran interessiert sind und nicht ganz glauben, dass es jetzt alles schon vorbei ist. Was bringt dir deine Denkungsart und wie würdest du dich fühlen, wenn du nicht so denken würdest? Um deutlich zu machen, sie beeinflussen ihr Leben selber mit dieser Denkungsart. Jetzt kann man aber sagen, ja, ich kann das einfach nicht auf Knopfdruck hier sagen, boah, tschakka, alles ist toll oder so. Da muss ich, weil du auch sagtest, hier zwickt es und so, da bin ich immer ganz hellhörig. Krankheit gibt es nicht nur im Alter. Krankheit ist eine Sondersache, die auch in jungen Jahren schlimm ist. Ob es Depression ist oder Burnout oder was weiß ich, also organische Krankheiten gibt es alle auch in jungen Jahren. Und da sind sie, ich will nicht sagen, noch schwerer. Also wenn ich die Wahl hätte, also ich will gar keine Krankheit, ganz gar ohne Frage, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, immer sagen, komm, okay, dann mache ich die ab 100 oder irgendwie sowas. Aber das ist nicht verbunden. Das ist auch wieder ein solcher Glaubenssatz im Kopf. Alter hat was mit Krankheit zu tun. Nein, weg aus dem Kopf, sonst wird dein Gehirn alles tun, damit du recht behältst. Mhm. Also nur mal, um da auch zu verstehen, dass es hineingeht in körperliche Abläufe. Mein Mann und ich haben 3 Jahre versucht, schwanger zu werden. Klappte nicht. Als wir uns fragten, da war ich 30, könnten wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes und haben so voll im Herzen aus Ja beantwortet. Ich muss das nicht mehr weiter erzählen. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Ich bin nämlich kein Einzelfall. Ich war im nächsten Monat schwanger. Mhm. Natürlich habe ich mich über die Schwangerschaft gefreut, aber ich habe auch gedacht, oh mein Gott, habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe bestimmt? Ja,
Und das heißt, wenn wir denken, Alter ist immer mit Krankheit verbunden, Leute, seid vorsichtig. Achtet auf eure Gedanken, denn sie werden eure Zukunft. Also, du hast mich gefragt, was würde ich denen sagen? Ich würde sie sanft an die Hand nehmen und zu sagen, Mensch, guck mal, jeden Tag, was ist schön in deinem Leben? Und wie weit reicht dein Vertrauen ins Leben? Das ist ja eine Vertrauensfrage. Also mein Podcast heißt zwar, glücklich sein ist eine Entscheidung, aber ich habe das eigentlich ergänzt. Und Vertrauen ist auch eine Entscheidung. Ich gab Zeiten, wo ich dachte, naja, der andere muss sich nur vertrauenswürdig benehmen, dann klappt das schon und so. Aber nein, ich entscheide mich zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen. Und da muss man jetzt mal gucken, jeder hat ja so ein anderes Maß, dass man sagt mir, also 120 ist, kann ich mir nicht vorstellen, ist Quatschkram oder so. Wie weit reicht dein Vertrauen? Reicht es, dass du sagst, aber Mensch, bis 90, ich glaube, das könnte noch eine spannende Zeit sein, ja, so. Ne? Also wie weit, und dann, wenn du dann merkst, okay, das trägt mich doch so, dann werden wir mutiger. Und dann, ne, also welchen kleinen Schritt des Vertrauens kann ich jetzt gehen? Ob das mit geschäftlich ist oder mit den Kindern oder überall wird Vertrauen gebraucht. Und da erstmal zu gucken, ne, wie weit reicht so meine innere Schatzkiste, um das Vertrauen da zu nähren. Und da erstmal sagen, okay, ich vertraue jetzt mal bis dahin, so. Und dann, wenn das gelungen ist, wieder weiter, den Rahmen weiterstecken. Also, es macht keinen Sinn in meinen Augen. Also, ich bin großer Freund von kleinen Schritten. Also, zu sagen, ja, jetzt krempel ich mein Leben um und ich kündige den Job und am besten auch noch meinem Partner und so. Nee, das war ich nie. Sondern ich habe im Bereich des Vorhandenen geguckt, was kann ich daraus machen, wenn ich jetzt die Verantwortung habe. Muss ich das dramatisch sehen? Kann ich auch das Positive sehen? Und sich morgens wirklich mal hinsetzen, oder ich mache das im Bett im Sitzen, aber manche sagen, nee, dann will ich wieder einschlafen oder so, dass ich sage, ich möchte das Gefühl in mir erschaffen, mich auf den Tag zu freuen. Ne? Also irgendwann habe ich keinen Tag mehr, auf den ich mich freuen kann. Also mache ich das doch lieber jetzt. Oder fange ich an und sage, oh, nachher die Besprechung. Und Gott, oh Gott. Und dann ist Herr X auch dabei. Oh nein, oh, wie fürchterlich. Und Frau Y auch. Und das wird fürchterlich. Wie soll denn bitte schön diese Besprechung werden? Die kann auch nichts werden. Wenn ich aber sage, ich freue mich auf den Tag, okay, das ist eine Herausforderung, ja, aber das wird gelingen und die Leute werden glücklich sein oder was ich mir da zurechtlege. Denn es sind alles nur Hirngespinste, um die es geht. Alles nur sind Vorstellungen. Nichts davon ist bislang Tatsache. Und ich habe die Wahl, ob ich das negativ mir vorstelle oder positiv. Es verändert mein Leben und ich entscheide mich da immer für das Positive. Natürlich werde ich da manches Mal enttäuscht, aber oder denke, war wohl doch nicht so. Oder ich habe mal diesen Spruch geprägt, er lief auch lange in unserer Familie. Ich bin mal gespannt, was Positives da drin steckt. So, also im Moment, auf den ersten Blick sieht es doof aus, aber ich meine, das ist ja auch der Vorteil des Alters, dass man zurückguckt und denkt, meine Güte, als du damals deinen Job verloren hast, was hast du gedacht, denn die Welt bricht zusammen und wie schrecklich. Heute bin ich so froh, dass ich aus dem Laden raus bin und habe was viel Besseres gefunden. Kennen alle, ob es die Wohnung ist, die man unbedingt haben wollte und so, so traurig war, dass es nicht funktioniert hat. Und hinterher sagt, Gott, bin ich froh, dass das damals nicht geklappt hat. Ich glaube, wir kennen alle solche Situationen. Und das will ich nicht mehr, mich da vorher verrückt machen, und jetzt sieht's vordergründig doof aus, ja, gebe ich zu. Aber ich versuche es möglichst nicht zu bewerten, sondern pack da oben so ein Licht drüber und sag, ich bin mal gespannt, was sich daraus aus diesem Schlamassel noch Positives entwickeln will. So mache ich das. Wunderbar. Also einfach sich auf die Situation einlassen, das Beste hoffen, ja. Genau. Und ja, und einfach Dinge auf sich zukommen lassen. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum viele Menschen sehr ausgebrannt sind, weil sie sich schon vorher verrückt machen, obwohl sie noch gar nicht wissen, wie richtig, es überhaupt genau ausgehen wird. Ja, habe ich aber früher genauso gemacht. Ja, ich kenne das von mir selbst auch, aber ich lerne auch tagtäglich dazu, dass es ja
dass es ja, besser ist, das lernen, nicht zu machen. Leben ist Lernen, das ist das Tolle. Und ich lerne ja genauso dazu. Und ich stelle auch in mir immer noch Muster fest, wo ich mich heute mit 72 frage, wie kann es sein, dass du das vorher nicht gemerkt hast, dass du hier auch nur einen blöden Glaubenssatz aufgesessen bist oder so. Ne? Also das gibt's wohl lebenslänglich. Und ich hatte tatsächlich mal gedacht, ich weiß gar nicht, war so vielleicht so um die 60 rum oder so, weil irgendwas passiert, was mich so traurig gemacht hatte. Und dann habe ich so gesagt, Mensch, lieber Gott, muss denn das in meinem Alter hier noch sein? Donnerwetter nochmal, so ein bisschen so. Und dann hatte ich so das Gefühl, in mir gibt's eine Stimme, die sagt, meinst du wirklich, du seist schon perfekt? Mm-mm. Es gehört dazu. Das ist Lernen, das ist Leben, das das Leben bringt uns was bei und auf allen Wegen. Natürlich höre ich auch oft, ja, du hast gut reden und bist finanziell gut gestellt und bist gesund und so, ne? Und da muss ich aber wirklich sagen, ich habe von Schwerkranken so viel gelernt, dass die wirklich sagten, ich habe heute erst begriffen, was wirklich zählt in meinem Leben, was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Ich möchte die Krankheit nicht missen, auch sowas habe ich gehört. Mhm. Auch wenn es extremst bedrohlich war. Also, oder aber auch mit dem Reichtum. Ja, ich finde es schrecklich, dass es in Deutschland die Altersarmut gibt. Die gibt es nämlich gar nicht in jedem Land in Europa. Also Holland zum Beispiel kennt das nicht. Ich finde es also für uns ein Armutszeugnis. Aber das ist eine politische Frage, die kann ich nicht lösen und nicht klären. Und aber Leute, ich kenne Menschen, die man als arm bezeichnen könnte, die finanziell wirklich nicht viel haben. Die kümmern sich um den Dackel, wenn die Nachbarin krank ist. Die gehen mit einkaufen, die nehmen alle Pakete im Haus in Empfang, wenn die Leute alle berufstätig sind. Die ist vernetzt bis zum geht nicht mehr und die strahlt eine Lebensfreude aus und dasgleichen. Und dann gehen wir in Hamburg über den Jungfernstieg. Mhm. Und dann denkst du, die Leute haben das Leid der Welt auf den Schultern. Also, und wenn wir in südliche Länder reisen, die man auch manchmal als Entwicklungsländer bezeichnet, da kommt uns eine Fröhlichkeit entgegen auf den Straßen und die lachen hier, die Leute und was weiß ich, sind mit ihrem Leben zufrieden. Nee, also, ja, ich wünsche jedem Gesundheit bis ans Lebensende und ich wünsche jedem mindestens ein finanzielles Auskommen, ganz ohne Frage. Aber es ist leider keine Garantie. Das eine nicht, das andere nicht. Für Glück gesagt haben, wir müssen es in uns finden. Wir müssen es in uns finden. So ist es. Und da können wir finden. Und eigentlich ist das ja toll, dass wir nicht auf andere angewiesen sind, sondern selber was tun können. Es ist ja eigentlich Freiheit. Absolut. Und genauso im Umkehrschluss ist sehr viel Besitz manchmal auch sehr viel Leid, muss man sagen. Oh ja, ich sehr viel Leid, ja. Aber ja, also es ist ich auch kann da selber nicht so mitreden, aber ich weiß, war mal in einer Malschule und da saß eine Ehefrau von einem, der hatte ganze Fluggesellschaften. Das übersticht ja völlig meine Vorstellung. Ja, also Hotelketten und ich weiß nicht, was die alles hatten. Und sie sprach davon, dass ihr Mann nicht mehr schläft und nachts durchs Haus tigert, weil es ihn so belastet, dass eine dieser ich sag jetzt Gesellschaften, heißt bestimmt anders, nicht mehr profitabel war. Und sowas alles, das macht ihn fertig. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, wie schön, dass ich die Probleme nicht habe. Also ich möchte mich darüber nicht lächerlich machen, nein. Aber ich glaube, man versteht die Relation, ne, so. Es mag, glaube ich, viele Menschen auf der Welt geben, die uns um unsere Situation beneiden und denken, ihr müsst auch vor Freude nicht in Schlaf kommen, so wie es euch geht. Ihr lebt in der Demokratie, ihr habt keine Erdbeben und keine Taifuns und was es da alles für schlimme Sachen gibt oder was weiß ich. Also naja, also jeder, diese alten Sprichworte, ich liebe sie immer mehr, ne? Jeder ist seines Glückes Schmied. Ne? Ja, absolut, da steckt so viel Wahrheit drin. Ja, unglaublich, ne? Unglaublich im Volksmund. Ja. Ja, also ich glaube, ich könnte dir stundenlang noch zuhören. Ich habe mal auf die Uhr geschielt hier und dachte, was ist denn jetzt passiert? Ich habe das nochmal gegengeschickt, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein.
Ja, wie schön. Wunderbar. Ja, wunderbar. Aber vielleicht, Greta, noch abschließend, erzähl doch mal, gibt es Pläne in der näheren Zukunft oder was sind deine... Ja, ich mache jetzt tatsächlich in, was weiß ich, 4 Wochen oder so, einen ganz neuen, oh ja, danke, dass ich davon erzählen darf, da kriege ich sofort so ein Grinsen ins Gesicht, einen Mitgliederbereich auf, das hat es vorher noch nie gegeben, Campus heißt der oder wird der heißen, weil es eine Begegnungsfläche ist und da biete ich jetzt 3 Sachen an, die es vorher noch nirgendwo gegeben hat. Also es gibt ja Videos und Podcasts und Reden auf Bühnen und was weiß ich alles von mir. Also da gibt es auch immer zu einem Thema des Monats ein Video, ja. Aber dann gibt es da auch etwas, das hat mir in meinem Leben unglaublich geholfen. Und zwar sind das Reisen nach innen. Und da plötzlich einen Frieden in sich zu spüren, entweder bei Themen, die schwierig sind, also ich fange im ersten Monat mit dem Thema Angst an, weil ich denke, da draußen wabert so eine Angst rum, die uns so lähmt und weg damit und so. Also da diesen Frieden wieder zu spüren, dass es war es für mich mutig, diesen neuen Schritt zu gehen. Du kennst das bestimmt auch, man probiert so was Neues aus. Aber jetzt, wo die Entscheidung schon lange in mir gefallen ist und denke, boah, in so einem geschützten Bereich, da auf meinem Campus das und dann habe ich so PDFs ausgearbeitet, wo man selber für sich eben drin arbeiten kann. Die druckt man dann aus und guckt, wo ist denn da meine Stelle, wo leide ich da so besonders und wie man dann da rauskommt und so. Ja, und dann kann man mir da zum ersten Mal eben auch Fragen stellen und die beantworte ich dann in einem Video. Also das heißt, das Thema des nächsten Monats, also des Folgemonats, wird immer schon angekündigt und dazu kann man dann auch an mich Fragen stellen und die beantworte ich dann in einem Video. Also ganz neue Sachen wieder. Ich erinnere mich noch, als ich mit dem Podcast neu rauskam, das ist ja noch nicht mal ein Jahr her. Also ich wurde öfter schon gefragt, auch von meinen Kindern, Mami, willst du nicht auch einen Podcast machen? Und ja, Leute, lasst mich an Land, ich bin erfolgreich mit meinem YouTube-Kanal, ich muss hier nicht jeden Quatsch mitmachen, ne? Und so. Nicht, dass ihr glaubt, ich hätte da irgendwie Vorbehalte. Nein, nein, hatte ich natürlich nicht. Und dann weiß ich noch, ich stand in der Küche und dachte, naja, es wäre schon geil, wenn du das auch könntest, oder? Und dann wusste ich, ich habe den Schalter umgelegt und dann habe ich losgelegt. Und da ist ja für mich phänomenal. Also innerhalb, also weniger als ein Jahr und über 100.000 Abonnenten. Ich weiß nicht, was die alle mit mir machen. Das ist so zauberhaft. Also ich werde da so, oh nee, also das, ja. Also ich bin der Winner von diesen ganzen Sachen, weil ich so viel Liebevolles zurückbekomme. Das beschenkt mich sehr, sehr. Ja, aber jetzt auch nochmal wieder, ne? Also mit 72, zack, nochmal was Neues, allen getütelt und so. Das finde ich ganz toll. Aber ansonsten so Ziele für die Zukunft habe ich gar nicht so speziell sonst, weil ich immer denke, hey, ich möchte nur diese Wachsamkeit behalten, zuzugreifen, wenn irgendwas vorbeischwimmt. Denn ich hätte mir doch dieses hier nun mal unter uns nie vorstellen können. Also ich mit 50, sagen wir mal, ne, wenn man mich da gefragt hätte oder auch noch mit 60, was hast du für Ziele? Ja. So, ne, Ende. Hätte ich nicht gewusst. Und also wer kann sich denn ausmalen? Also auch nicht, wenn man das 58. Vision Board macht, dass man selber mal mit dem Film auf der UNO-Plattform steht. Ich meine, da kommt doch kein Mensch drauf. Ne? Also das heißt, es ist immer noch toller als das, was vorher war. Das heißt, jeden Geburtstag feiere ich und sage, Chaka, ich weiß eins ganz genau, das kommende Jahr wird noch toller als das vergangene. Und das reicht mir. Also da, und dann bin ich einfach nur neugierig, wie so vom Kindergeburtstag. Da weiß man auch, oh, morgen ist ein ganz toller Tag. Ich freue mich schon drauf. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich weiß, dass es toll wird. Und so stehe ich auch jeden Morgen auf. Das wird ein toller Tag. Und ich weiß nicht, was passiert. Also insofern, sonst, also Zukunftspläne habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was da noch alles auf mich zukommt. Aber ich weiß, da kommt noch einiges. Das ist erst der Anfang. Und ich danke euch so sehr da draußen. Und ich sag mal, erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Sei dir bewusst, dass es dir zusteht. Lebe deine Vollversion mit allen Extras. So wie du dein Auto bestellst oder wie du deine Pizza bestellst, ist mir völlig egal. Erwarte das. Lebe das so. Und jetzt sage ich tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich hoffe, das Interview mit Greta Silva hat euch gefallen. Ich verlinke euch alle Informationen, die Greta betreffen,
in den Shownotes natürlich und ihr könnt auch weitere Informationen auf meiner Webseite finden. Und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche, eure Daniela.